Alles ist ruhig, mitten in der Nacht bei Prison Architect. Vielleicht ist es auch zu ruhig, wer weiß. Nein, wahrscheinlich ist es einfach nur alles sehr, sehr ruhig in meinem Gefängnis. Hier passiert ja gerade nicht viel. Ist ja schließlich nachts. So. So ist das. Ich wollte jetzt mal die Zeit nutzen, um zu gucken, was wir noch nicht an Räumen gebaut haben, dass man einfach vielleicht ein paar Sachen mehr auch nochmal gesehen hat. Falls es noch was gibt. Wir könnten noch eine Försterei bauen. Aha. Eine Bücherei. Prison will be sent boxes of discarded and used books from around the country. Prisoners will need to sort those books onto the shelves. Okay, dann haben sie da zu tun. Und Mailroom. Wofür ist das denn gut? Die haben noch Telefone. Naja. Was auch immer. Eine Morgue könnte man auch mal bauen, also ein Leichenschauhaus. Aber ich glaube, eine Library macht jetzt im Kontext mehr Sinn. Ich überlege, ob ich die einfach hier reinbaue, weil die Doppelbetten hier, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und dann verwenden wir das gleich wieder. Dann machen wir das doch einfach mal so. Also hier alles weg. Alles. Nee, das kann bleiben. Nein! Wie mache ich das wieder? No. Nicht Dump, genau. Dump mal bitte lieber noch die Betten hier hinten. Das. Haben wir es jetzt. Und die Klos hier brauchen wir auch nicht in der Bibliothek. So, und jetzt reißt mal den ganzen Schissel ab hier. Zack, 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 zack. Was brauchen wir denn in einer Bücherei? Da brauchen wir Library Shelf, Sorting Desk. Okay. Sorting Desk und Library Shelf. Dann machen wir das doch mal so. Dann stellen wir hier drei so eine. Ja, das hat er immer noch nicht abgerissen hier, das letzte Bett. Na komm. Kann nicht so schwer sein, es ist auch noch das letzte Bett wegzunehmen. Meine Freunde. So, sehr gut. Sorting Desk kommt hier vorne hin. Nee. Failed Sorting Desk. Ja und? Wie, was? Ach, das war eine Shopfront. Wollte gerade sagen. Das ist nicht dasselbe. So. Dann machen wir das mal hier so hin. Den Sortiertisch. Ein Shelf noch mehr. Dann sieht das ein bisschen mehr nach einer Bibliothek aus. Dann vielleicht hier noch ein paar Stühle. So, dann können die das da morgen bearbeiten. Logistik, Prison Labor, Qualified Prisoners. Ach, da braucht man das Foundation Education Program. I see. Vielleicht wird es ja dann sogar noch besser, wenn. Wenn der das kann. So, warte mal. Hier bin ich doch jetzt voll. 29. Dann Minimum Security, dann nur 5 von denen. So. 5 mittlere. Und dann haben wir auch eine Bibliothek. Das ist doch ganz nicelig. Sehr schön. Aber wieder was gebaut. Eine schöne Bibliothek. Die kann dann morgen. Ah, guck mal, da haben sie versucht, mit den Bücherkisten hier gleich erstmal Waffen reinzuschmuggeln. Das ist eine Sauerei, was hier wieder vorgeht. Unglaublich. So, wie sieht es mit den Bedürfnissen aus? Alles scheiße. Grundsätzlich erstmal alles Mist. So, hier wird alles schön gekocht. Für morgen früh ist ja jetzt gleich aufstehen. Aufstehen! Es will immer noch niemand hier oben wahrscheinlich arbeiten, ne? Naja, kann ich nachvollziehen. So, ich hätte jetzt gerne mal meine License Plates hier fertig gebaut.
wäre schön, wenn das heute klappt. Weil es sind ja an sich nicht mehr viele. Equipment Taser. Da waren wieder ein paar Taser, wurden ausgeteilt. Mittlerweile sind es... Taser, 32 Taser, 64% haben bestanden. Das ist ja ganz ordentlich. So, holt euch mal euer Essen ab, Jungs. Jetzt essen erstmal die Low-Security-Leute. Wir können auch an sich nochmal zwei mehr reinnehmen. Genug Platz ist ja. Momentan ist alles ziemlich sicher. Im Gefängnis. So. Genau, dann haben wir wieder neue Gefangene. Das ist gut. Das heißt, wir haben auch einen höheren Cashflow. Machen einfach mehr Kohle. So, die meisten Gefangenen haben, oder die meisten, ein Drittel der Gefangenen beschwert sich über irgendwas. Wahrscheinlich die meisten über Essen. Aber das ist okay. Vielleicht auch manche über ihre Familienbesuche hier. So, kommt dann. Na, besucht mal eure Familien. Habt da auch was von. Geht das hier auch ein bisschen runter. Wenn auch nicht so doll. Wann war nochmal die Arbeitszeit? Foundation, Education. 2 bis 5 Uhr nachmittags. Achso, guck mal, die lernen jetzt hier schon. Stellt mal mehr License Plates her, Jungs. Das wäre schön. Das fände ich gut. Workshop Safety. Das haben mittlerweile übrigens 3 Leute bestanden. Das heißt, hier können richtig viele schon... Ah, einer früher rausgekommen. Cool. Hier können mittlerweile richtig viele an den License Plates arbeiten. 3 Stück, das ist echt nicht schlecht. Also 12% ist echt nicht viel, aber besser als nix, ne? So. Der wollte noch kurz ein paar License Plates irgendwo anders hin. 5 haben es geschafft? Das wird ja langsam richtig. Das wird ja langsam richtig. So, jetzt gucken wir mal, was zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags passiert. Da ist ja dann auch wieder Schule, also ganz normal. Schülchen. Und dann schauen wir mal, ob die da ein bisschen vorankommen. So, wie sieht's hier aus eigentlich nochmal? Wie ist es denn die Raumqualität? Die ist mittel bis ziemlich hoch. Okay. Das heißt, die Temperaturen sind alle gut. Hier außen, ne, ein bisschen kühler. Die haben ja auch Fenster. Das sind ja nur Gitter. Ist ja klar, dass da ein bisschen kühler ist. Die sind alle eingesperrt. Das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Das ganze Gefängnis ist überhaupt etwas sauberer, seit ich so viele Hausmeister eingestellt habe. Auch das finde ich schön. So, springen wir mal noch ein bisschen. Ja, ich denke, man hat über die im Laufe des Let's Plays schon gemerkt, dass hier noch eine Menge mehr zu tun ist. Also gerade mit diesem ganzen Intelligence-Zeug, also der Ermittlung von irgendwelchen Gang-Sachen und so. Die Gangs sind übrigens angewachsen mittlerweile. Da kann man sich noch richtig rumtun. Da kann man auch dann Gangs in verschiedene Trakte verlegen, dass die sich gar nicht treffen auf dem Hof und so, dass die gar keinen Ärger miteinander machen. Also, da gibt es viel zu tun. Man kann natürlich auch die Einsatzzeiten der Wärter und so weiter kann man noch direkt einstellen. Das ist schon hier Edit Schedule. Ich kann hier auch alles total detailliert kann ich rummachen. Mit diesem ganzen Zeug hier. Kann noch viel mehr machen mit Einstellungen des Essens und Parole und so weiter. Ich kann das hier noch alles viel detaillierter, mir noch viel genauere Pläne überlegen, was die Gefangenen jeden Tag machen. Also, das ist echt schon ganz schön krass. Weil ich jetzt ja auch nicht gemacht habe, ist mein Gefängnis irgendwann zu liquidieren, also zu verkaufen. Dann mit 500.000 rauszugehen und ein neues Gefängnis mit dem Startkapital aufzubauen, wo man ja dann gleich am Anfang viel größer einsteigen kann. Also da ist echt noch viel zu tun, viel zu machen und man kann ja auch noch ein Frauengefängnis aufbauen, man kann man kann auch noch ein Ultra Supermax-Gefängnis irgendwie aufbauen, was noch viel krasser ist. Also wo alles noch viel mehr gesichert ist.
So, ihr arbeitet jetzt hier, genau. Arbeitet mal weiter. Schnell, schnell, schnell. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Arbeiten Sie! Sofort! Nein, kommt, macht, baut jetzt! Das gibt's doch nicht! Wieso baut ihr nichts? Baut was! Ah! Nur weil die jetzt hier noch zur Schule gehen oder was? Aber es kann doch nicht sein, dass das. Manno. Nur weil die da dann nebenher lernen, könnt ihr doch trotzdem da an der Säge arbeiten. Bitte. Ihr müsst nur noch 5 License Plates basteln oder so. Das ist echt nicht mehr viel. Warum hat denn das die letzten Tage so gut geklappt? Ich glaube, es hilft schon auch, dass ich diese ganzen Programme aufgelegt habe, wodurch die Gefangenen einfach insgesamt zufriedener sind. Ja, jetzt basteln sie wieder. License Plates 76%, das geht noch bis 17 Uhr. Wir schaffen das. 86%, 90, kommt, weit ist es nicht mehr, 93, 96, 100! Awesome, 10.000 abgestaubt. Wupp, wupp. Cool. Jetzt können wir die License Plates direkt hier verkaufen. Das bringt Geld ohne Ende. Und mit ohne Ende meine ich ein paar hundert. Naja, gut. Besser als nix. Wenn man jetzt hier eine größere Werkstatt aufbauen würde, wo dann am Ende irgendwie 10 Gefangene arbeiten jeden Tag, dann würde man da jeden Tag zusätzlich nochmal ein paar tausend machen. Das ist schon ganz cool. Workshop Safety. 6 haben es mittlerweile geschafft. Gab es nicht auch was anderes? Carpentry Apprenticeship. Complex Trade Skill that requires good practical ability. Led by a foreman, session length, each prisoner requires a carpenter table. Die müssen die Workshop Safety Instruction geschafft haben. Okay. In a workshop. Was ist denn ein Carpenter Table? Das Ding hier. Könnte man ja an sich noch einen zweiten da reinbauen und den dann einfach mal starten. Ist jetzt Workshop Safety? Ne, weil keine Arbeitszeit mehr frei ist. Arg. Dann machen wir einfach Work Free Time. Machen wir hier hinten nochmal und hier nochmal Work. Dann haben die ein bisschen Free Time noch zwischendurch. Mein Gott, dann ist es so. Ich wollte ja zu Programmen. So. Das passt doch jetzt aber. So 8 bis 10 Uhr abends. Ne? Das lohnt sich. General Education, led by a teacher. Ach, geht nicht, weil es nur in 3 Stunden machbar ist und. Hm. Oh, ein Psychologe können wir ja, der kann ja auch nochmal so eine Benehmenstherapie machen. Verhaltenstherapie. Ist wieder einer früher rausgekommen. Sehr cool. Ach, das läuft gerade. Ich glaube, das Gefühl, dieses Gefängnis habe ich ziemlich geruled, ehrlich gesagt, weil es gab zwar eine Menge Probleme, aber jetzt ja, sind eigentlich alle vergleichsweise zufrieden. Hier ist kein großer Stress. Wenig Leute in Einzelhaft. Wenig Bedürfnisse nicht erfüllt. Sogar Spiritualität, ja, obwohl ich nie gedacht hätte, dass es dazu mal kommen würde. Der Einzige, der hier arbeiten kann in der Bibliothek, die ich neu gebaut habe, ist natürlich der eine Typ, der schon meine Schule überlebt hat. Ja, leider nur einer bisher. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass diese ganzen Alkoholtherapien und Antidrogensachen und so, dass das echt was bringt. Dass die Leute insgesamt da ein bisschen ruhiger, ein bisschen zufriedener sind. Was gibt's denn jetzt hier? Carpentry Apprenticeship. Da müsste man 10 Betten produzieren. Uiuiui. Ja, weiß ich nicht, ob das klappt. Ob wir das hinkriegen. Eher unwahrscheinlich. $150 für Exporte. Also da haben wir wahrscheinlich jetzt die Nummernschilder verkauft. Wir haben 407 Cashflow pro Stunde. Das ist schon echt ganz ordentlich. Eine Menge Geld kommt ja auch rein. Jeden Tag so ungefähr 6.000 durch die Bewährungsanhörung, wenn die Leute dann früher rauskommen.
Also dieses Gefängnis, das ruled, Leute, das ruled. Aber mal voll. So, weil wir gerade ein bisschen Geld haben, können wir ja mal. Ich will mal wissen, wie viel dieses zusätzliche Land kostet. Das können wir ja auch noch erforschen, einfach hier hinten her. Wir gerade ein bisschen Kohle haben. Smaller Cells, das ist natürlich auch nicht Permanent Punishment. Cool. Man kann die Leute dauerhaft in eine Zelle einsperren. Dann kommen die nie wieder raus. Muhaha. Ist aber alles ganz schön teuer hier. Bisher hatte ich noch keine Rechtsprobleme. Also noch weiß ich nicht so richtig, wozu man es braucht. So Anwälte. Irgendwie pissen die hier immer alles voll. Also ich müsste ihnen wahrscheinlich zwischendurch nochmal irgendwie gestatten, an irgendeiner Stelle auf Klo zu gehen. Aber wisst ihr was, dann wischen wir den Mist halt wieder weg. Ist doch auch egal. Ist doch auch egal. Wie sieht's mit Clothing aus? Clothing ist völlig okay. Also selbst im Maximum Security, da sieht's nicht so gut aus. Weiß ich auch gar nicht so genau warum, weil an sich haben wir hier ja auch zwei Wäschereien sogar. Weiß ich nicht so genau, was da los ist. So, wir durchsuchen mal wieder ein bisschen den Zellenblock. Mitten in der Nacht. Weil es dann besonders viel Stress verursacht. Und Stress ist immer gut. Vor allen Dingen für aggressive Gefangene. Sehr gut, wenn die gestresst sind. So mögen wir das. So. Ja, ihr schmuggelt hier keinen Scheiß rein oder raus. Soweit kommt's noch. Ein Knüppel und noch ein Knüppel. Was habt ihr denn damit gemacht? Everything's a dildo if you're brave enough. Ja, aber im Großen und Ganzen ist das doch recht zufriedenstellend, die Ausbeute. Ein paar Knüppel, aber jetzt nichts Schlimmes. Keine Schusswaffen. Bisschen Gift. Mein Gott. Da gibt es sicherlich schlimmere Gefängnisse. Ah, was ist jetzt schon wieder? New radio host on the station. The prisoners listen to has been saying a lot of things that are riling at the inmates up. Also die werden gereizt durch etwas, was der sagt. Wir sollten die Radios entfernen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich lasse es drauf ankommen. Ich lasse die Radios jetzt da. Und dann gucken wir mal, ob die jetzt alle zur Revolution angestachelt werden. Ich glaube nämlich nicht, dass das passiert. Also das wäre ja absolut grauenvoll, wenn das geschehen würde. So, wie weit ist die Bürokratie? 6 Stunden noch. Ja, das gucken wir uns noch an, wie viel es kostet, sich Land dazu zu kaufen. Das System, dass man so außenrum um sein Hauptland, um sein Hauptgebiet Land dazu. Da haben sie einen Tunnel entdeckt. Einen getasert. Haha. So viel dazu. Das hat ja gut geklappt. Das kenne ich noch von Rollercoaster Tycoon, dass man sich da Land dazu kauft. Das wird hier ja. Das ist hier wahrscheinlich ähnlich. So, ja, tut mir leid, Leute, aber wenn ihr schon aus der Minimum Security unzufrieden genug seid, dass ihr da keinen Bock mehr habt und hier versucht zu entkommen. Dann tut's mir leid, weil ich habe euch echt versucht, ein schönes Leben hier zu ermöglichen. Und wieder eingetasert. Immer dieses Taser-Geräusch im Hintergrund. Da auch nochmal eingetasert. Die wehren sich jetzt hier schon wieder. Naja, das sind alles die mit den Radios. Ich sag's dir. Der Typ, der macht die richtig. Der stachelt die richtig fies an. Mann, gut, dass ich so viele Taser habe. Wie aggressiv die sind. Nur weil die Radio hören. Ich hab's immer gesagt. Radio macht super aggressiv. Leute, hört kein Radio, ja? Guckt lieber stumpfsinniges Fernsehen. Ist viel gesünder. Naja, gut. Das hat ja halbwegs funktioniert. Oh Mann. War ein großer Erfolg heute Nacht. Keiner ist entkommen. Ich habe sie alle weggetasert. Bis zum geht nicht mehr.
bis zum geht nicht mehr weggetasert. So, jetzt, heute Nacht will irgendwie keiner zur Taser-Schule kommen. Doch, zwei Leute. Naja, immerhin. Ah, wer wird denn jetzt schon wieder angegriffen? Wer wird denn jetzt hier schon wieder prügeln? Natürlich! Der super aggressive Super-Arsch wieder. Mr. Legendary. Oh, da liegen Schlüssel rum. Hebt einer die Schlüssel auf. Bevor die Gefangenen sie kriegen. Gott. Ah! Der wollte mit den Schlüsseln entkommen. Aber egal, wir haben ihn getasert. Nichts, da kann nichts passieren. So, ein paar neue Gefangene sind reingekommen. Oh, hier ist schon wieder die totale Super-Action. Ständig Angriffe von irgendwelchen Gefangenen. Wahrscheinlich alles wegen dieser aufstachelnden Radiobotschaften. Was sagt der denen denn? Ihr müsst jetzt gegen die Wärter aufbegehren, denn sie halten euch gefangen. Ja, das war uns bewusst. Wir sind Gefangene. Verdammt nochmal. Ach, Leute. Ja, schade. Kommt irgendwie nicht zur totalen Revolution. Es waren nur ein, zwei, die irgendwie so ein bisschen aufmucken. Warum kommt ja eigentlich nicht mal ein Arzt doch jetzt? Warum bringt der Arzt den irgendwie so weit weg? Achso, weil es nicht anders geht. Der muss ja jetzt hier wieder rein, genau. Weil hier hinten ja die Arztstation ist, die Krankenstation. Ja, schon wieder einer früher rausgekommen. Top. Also ihr seht schon, jetzt läuft es gerade geldmäßig richtig gut. Ich kriege hier irgendwie jeden Tag 10.000 dazu. Und die Gefangenen sind auch vergleichsweise zufrieden, bis auf die, die aufgestachelt werden durchs Radio. Ich könnte ja die Radios auch, wenn ich nicht so faul wäre, einfach entfernen. Insofern bin ich eigentlich recht zufrieden. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Ah, Mist. Falscher Knopf. Land Expansion. Was kostet denn sowas? 80.000. Okay, also da muss man tatsächlich dann auch ein bisschen sparen. 80.000 kostet jede Seite. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, ob das dann mehr kostet, wenn man... Das Bankloan kann ich erhöhen, ne, auf 80.000, so. Wenn wir das mal hier nehmen, oder vielleicht nach hier unten, dann könnte man da das noch erweitern und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier einfach noch mehr Platz. Also so viel Platz ist es gar nicht. Und das kostet aber immer 80.000, okay, also ich dachte, ach nee, guck mal, das kostet jetzt 120.000. Das kostet 80.000 hier unten. Ist das hier vielleicht größer, hier drüben? 100 mal 240 Meter sind 24.000 Quadratmeter. Und hier unten sind es nur 16.000. Ja gut, dann ist klar, warum das mehr kostet hier hinten. Ja, jetzt könnte man hier das Gefängnis einfach noch um die doppelte Größe erweitern, mehr oder weniger. Hier einfach nochmal so einen Riesentrakt dran bauen. Für nochmal 100, 200 Gefangene locker. Mit einer eigenen Kantine und so weiter. Das alles könnte man machen, werde ich aber nicht tun, denn das hier war vorerst die letzte Folge von Prison Architect. Es tut mir auch leid, mir macht es ja sehr viel Spaß, ich mag das Spiel sehr gerne, es hat viel Freude gemacht, immerhin ja hier knapp 40 Folgen gespielt, und zwar 40 lange Folgen, also keine Viertelstunde Folgen. Wir haben es geschafft, über 200 Gefangene, über 200 Kapazität zu haben, 174 Gefangene. 68 Wärter, das ist schon ganz ordentlich. Richtig gutes Einkommen pro Tag. Relativ zufriedenes Gefängnis. Ich finde das gut. Mit immerhin allen Security-Stufen, also Minimum, Medium und High Risk. Auch das hat ziemlich cool funktioniert. Hat Spaß gemacht, sich das alles hier auszudenken, wie man so ein Gefängnis aufbaut. Schönes Strategiespiel, kann man echt nichts gegen sagen. Und vor allen Dingen für, ich weiß nicht, 20 Euro oder was es kostet. Auf jeden Fall sein Geld wert. Lange nichts so Durchdachtes mehr gespielt. Also hat sich auch die jahrelange Entwicklung und Weiterentwicklung im Early Access voll gelohnt. Ich würde mir jetzt von euch tatsächlich wünschen, dass ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat. Ob ihr Vorschläge habt, was ich vielleicht noch in Prison Architect machen könnte, vielleicht mal zeigen könnte oder so. Und ja, wenn da jetzt nicht spezielle Wünsche kommen, irgendwelche sozusagen dringenden ja,
Versäumnisse meinerseits, durch irgendwas vergessen habe, was extrem wichtig ist für das Spiel, dann würde ich mir einfach ein neues Strategiespiel suchen, was ich so ein bisschen so Aufbauspiel, was ich so vor mich hinspiele hier alleine. Ihr wisst ja, die meisten Spiele versuchen wir ja dann doch immer hier im Kanal zu zweit zu spielen oder irgendwie mit euch zusammen. Aber es gibt eben auch so die typischen Spiele, die man ja auch sehr gut oder vielleicht sogar besser alleine so vor sich hin bauen kann. Gerade so Aufbaustrategiespiele spiele ich tatsächlich ungern mit anderen Leuten, wenn das, also, das bringt mir nicht viel. Weil ich da es gerade mag, so vor mich hinzuspielen einfach. Da würde ich mir jetzt was Neues suchen. Es gibt ja noch ein paar Sachen da draußen, die ich mir angucken könnte. Ich sag mal Stichwort RimWorld zum Beispiel. Das wird ja von vielen recht positiv hervorgehoben. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob es was taugt. Wenn nicht das, dann finde ich bestimmt was anderes. Also, ja, so nach sozusagen in der Reihe Factorio, Prison Architect, was ist jetzt als nächstes dran? Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt mir die auch in die Kommentare natürlich. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns irgendwie anders wissen lasst, dass wir hier im Kanal gute Arbeit machen. Würde ich mich sehr darüber freuen, weil mir macht es Spaß und ich mag es natürlich aber auch, ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Also Kommentare, Likes oder vielleicht sogar Abos, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wäre super, wir spielen auch weiterhin so ein Kram hier und auch viele andere Sachen. Also bleibt uns gewogen. Das war Prison Architect, letzte Folge vorerst. Falls noch was kommt, dann freut euch darauf. Wenn nicht, dann ja, schreibt mir, was ich spielen soll. Dann kommt was anderes. Ansonsten gibt es ja auch noch mehr Let's Plays bei uns. Also einfach mal ein bisschen im Kanal umschauen. Vielleicht auch mal ein paar Monate zurückgucken. Die laufen dann vielleicht jetzt nicht mehr. Aber mein Gott, haben wir schöne Sachen gespielt über die Jahre. Gut, das war's von mir. Ich war Dennis, das war Prison Architect. Macht's gut. Tschüss.